Lauf schnell weiter. Wir müssen sie von Green weglocken. Oh. Das gibt Ärger. Ihre Kutschen sind nicht allzu stabil. Aha, aber krass, man kann die rammen. Ja, aber... Wow, aufpassen. Ah, okay. Auf geht's. Ah, so läuft man, ist man schneller. Okay. Steuerung ist ein bisschen schwer hier. Will ich gerne zerstören. Ja, Mann! Dann also zurück zu Mr. Green. Ai, ai, Captain. Du bist unmöglich. Dank dieser Unmöglichkeit wird zum Meister, wenn wir hier fertig sind. George wird beschleunigen. Was noch vom Credo übrig ist, würde unter deiner Leitung verschwinden. Harte Worte, Schwester Herz. Ob man auch driften kann? Ich hoffe sehr, dass Mr. Green in Sicherheit ist. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Boah, man kann sagen, alles kaputt machen, wa? Informationsquelle plötzlich tot ist. Starek kann nicht so schwer zu finden sein. Ich schlage vor, wir wenden diese Kutsche und suchen ihn. Genau deshalb hast du nicht das Sagen. Wie das Ding aussieht. Ganze Lack ab, Okay. Komme ich jetzt da rein? Das Fenster oder was? Ah ne, dadurch. Haben Sie sie abgeschüttelt? Wir haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe. Wir übernehmen Starek's Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug. Starek hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberlein. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starek arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Rexford Kaylock. Bekannt für seine Fähigkeit, vor aller Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden. So sieht es aus. Einen Moment. Ein Templerziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Tu ich. Es ist rau da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greenie. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Gut. Da hat er recht. Und schlagen bin ich verdammt gut. Vor Evie ankommen. Ja, das habe ich getan. Belohnung. Ah, endlich mal eine gelungene Mission. Die Karte von London. Drücken Sie die Touchpad, um die Karte von London zu öffnen. Schließen die Eroberung Aktivitäten ab. Gebiete von... Aha, alles klar. Töten Sie Templer der Gangführer, um den Bezirk zu erobern. Okay. Das soll ich tatsächlich tun. Ich soll jetzt irgendein... Was ist denn da? Sequenz 3. Aberlein nehmen wir an. Okay. Sie suchen nach dem Straßenkind. Okay. Gangquartier. Level 2. Wäre auch nicht verkehrt. Howard Drake. Templerjagd. Also, das ist meine Sequenz auf jeden Fall. Ich möchte aber gerne mal was anderes machen. Oder ist das hier auch eine Sequenz? Ach, das gehört alles zu den Sequenzen 3 wahrscheinlich, ne? Nee, nur die nicht. Alles klar. Gut, das sind ja Missionen. Lass uns doch einfach mal einmal ein Gangquartier einnehmen, bevor wir total lossprinten zu einer Sequenz. Dann mache ich ein Straßenkind fertig, weil ich bin interessiert, wie die Kids, was das für Spione genau sind. Und wie die mir helfen können. Und Aberline nehmen wir an. Die Quest machen wir definitiv danach.
Was ist das nochmal gewesen? Das war jemand Templer-Scheiß. Ah ja, genau. Templerjagd. Harold's Drake. Okay. Gut. Wir machen aber das jetzt. Und wie lautet der Plan, o allmächtige Hoheit? Du bist doch der mit den großen Träumen. Die Gangs, die Kämpfe, sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Vielleicht solltest du vorangehen. Ich gehe auch voran. Wenn du darauf bestehst. Charakter wechseln, drücke. Ah, krass, ich kann also auch die Charakter wechseln. Schön. Das ist Polizeiarbeit. Bitte nicht stören. Gut. Jetzt habe ich das aus Versehen so schnell aus Versehen falsch weggedrückt. Weiter, meine Kleine. Ja, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Du machst mich krank, weißt du das? Hey, ich sperre sie gleich weg. Aua. Passt auf, ihr kämpft unfair. Auf die Fresse. Na dann los. Wow. Ich wollt euch gar nicht. Ich renne einfach ab. Ich komm einfach ab. Okay. Das war ja ein ganz guter Abgang. Aber eine Schlägerei sollte ich mir jetzt nicht mehr antun. Ich wollte doch nur Charakter wechseln. Verdammt nochmal. So. Hier oben passiert wahrscheinlich mir nichts. So, jetzt machen wir nochmal ganz in Ruhe. Ich hatte den Touchpad tatsächlich ja hier. Fortsetzen, Züge, Markierung und Legende. Okay. Mit länger gedrückt halten ist das. Okay. Das war nochmal. Das ist das. Das ist das. Alles klar, also hier kann man nichts machen. Ich drück nochmal. Oder war die mit der. Entschuldigung, Leute. Nee, das bleibt dasselbe. Auch wenn ich den linken Touchpad drücke, das ändert sich so gut wie gar nicht. Henry Green. Ach, oder kann ich den auch zocken? Komisch. Sympathisanten. Komisch. Aber es ist eine riesige Stadt. Alter Schwede! Da hat sich aber Assassin's Creed Syndicate mal sich ordentlich was einfallen lassen. Boah, da will ich auch mal hoch. Wahnsinn. Was ist das denn für eine Megastadt? Man kann sich das jetzt hier alles so schön mal auch mal in Ruhe sich angucken. Das ist hier so eine Fabrikgelände. Fantastisch. Da ist irgendwie so ein Übersee. Westminster. Ist eigentlich ganz cool gemacht. So. City of London. Whitechapel. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man es ändert. Mann. Vielleicht wird es mir nachher nochmal gesagt. Weil die Frau lässt sich irgendwie viel besser spielen. So, auf die Dächer, mein Freund.
Habe ich das denn jetzt wieder abgebrochen, das Missionsziel? Ich glaube schon. Ich werde nochmal gucken. Da wollte ich doch hin. Genau, ich soll jetzt diesen Minister töten oder diesen. Wow, 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 wow. Boah, was war das denn? Ich dachte, ich stürze ab. Okay, jetzt geht's da hoch. Alles klar. Gangquartier. Töten Sie der Schläger der und des anderen Sortiments. Aha, da ist auf jeden Fall einer. Da ist einer. Drinne, da ist aber eine schöne Schatztruhe noch. Hä? Du sollst das eigentlich öffnen, was soll denn der Kack? Ah, jetzt. Hat irgendwie nicht so gut reagiert, was ich wollte. War das jetzt ein Verbrecher? Nein. Hier ist ein Eindringling! Wo? Das muss einer der Klinker sein. Ein guter Anfang. Verdammt! Oh yeah! Hier schneide ich die Zunge raus! Wieso will er sich eigentlich nur prügeln? Da ist er! Queensberry, du hast die Trophäe erhalten. Schlage ich mir auch noch mal eine Frau. Da ist er! Feuerbereit! Komm mal! Sollte da noch mal hin. Ja. Das muss einer der Klinker sein. Ein guter Anfang. Ich habe freie Sicht. Oh, ich hätte jetzt mal ein bisschen mehr Energie, ehrlich gesagt. Aber echt kurz davor gestorben fast. Das war echt schon knapp. Boah, war das knapp. Komm mal her, du Dieben. Nee, du gehst petzen. Jetzt bin ich mal ein bisschen vorsichtiger. Wie gesagt, mit der Frau gehe ich viel geiler drauf ab. Die mag ich auch. Keine Ahnung. Mit der kann man wenigstens was unternehmen. So. Hier ist ein Eindringling! Lass die nicht zu Atem kommen! Bam! Neuen Haken! Lässt du den mal in Ruhe? Boom, bam. Arm ausknocken. Ich bin kurz davor, dich zu Hause an meine Hunde zu verfüttern. Verschwinde lieber, bevor du stirbst. Noch zwei Stück muss ich noch eliminieren.